Ja, hallo. Ich muss meine Begeisterung bei Coca-Cola für den neuen festen Verschluss leider zurücknehmen. Gerade eben habe ich eine riesige Enttäuschung erlebt, weil ich habe euch doch in meinem letzten Video so von gelobt, dass Coca-Cola das so gut umgesetzt hatte mit dem festen Verschluss. Hier sieht man nämlich noch diesen relativ, ne, haben wir da Fokus, Fokus, Grüße gehen raus an Held der Steine, Fokus, ne, naja, ich hoffe, man kann es sehen, also dass es hier relativ fest ist. Was heißt hier relativ fest? Es ist auch schon lapperig, aber besser gelöst, als es vorher war. Da habe ich euch doch den Vergleich gezeigt, das war so lapperig. Und das ist definitiv eine der alten Flaschen, weil die noch den Hinweis Fokus auf den festen Verschluss hat. Und das ist keine alte Flasche, wie man meinen könnte. Nein, die ist aus der neuen Serie. Also irrtümlich dachte ich, das wäre eine alte Flasche, aber falsch. Edeka füllt ja immer auf und bei Angeboten, ich kaufe Coca-Cola nur mit dem Angeboten, wenn es im Angebot ist, weil ich das nicht einsehe, weil das sind mittlerweile extrem teuer und ich unterstütze das nicht. Also wer das Geld hat, kann das gerne tun, aber ich kaufe die nur im Angebot. Meistens gibt es nämlich mit der Edeka-App dann auch noch App-Rabatt. Ja. Und dann mit der Deutschlandcard gibt es dann noch zusätzlich Rabatt. Das machen übrigens auch wenige, dass man zwei Rabatte verbindet. Also bei Edeka und Deutschlandcard geht dies. Und hier sieht man jetzt, also wie gesagt, man könnte meinen, dass es die alte Flasche ist, aber Irrtum, es ist die neue Flasche da. Genauso lapperig und blab wie bei einer billigen No-Name-Flasche. Das heißt, ich kann ganz einfach, wie es viele auch noch weiterhin machen. Muss ich mal schauen. Moment, nicht, dass mir die Flasche umfliegt. Zack. Da. Und ab ist er. Ganz mühelos. Und das werden auch viele machen. Ich habe schon viele gesprochen. Die reisen auch weiterhin ab. Viele Grüße nach Brüssel. Beschäftigt euch mal mit anderen Dingen. Das ist ein Bullshit hoch 3. Mega Bullshit. Wer den will, kann ihn auch abmachen. Immer noch. Abgesehen davon, ich und die meisten anderen schrauben den sowieso wieder drauf und tun den nicht getrennt entsorgen. Ich habe jetzt mit Landliebe auch schon einen E-Mail-Austausch, nicht mit Landliebe, meine Güte, sorry, sorry, jetzt habe ich auch noch das falsche Produkt genannt. Also vergesst es, ich meinte natürlich Berchtesgadener Milch, Berchtesgadener Landmilch. Ja, die hatte ich ja auch schon vorgestellt und das ist blöd umgesetzt. Da habe ich sie gebeten, mal mit ihrer Rechtsabteilung zu sprechen, ob man denn die Lasche nicht wieder extra machen kann. Also wer es noch nicht gesehen hat, der kann es gerne in meinen Videos anschauen. Ich habe es jetzt leider nicht, kann es leider nicht verlinken, weil ich jetzt gerade live spreche und es auch gleich hochladen werde und nicht am Computer bearbeiten werde. Aber es ist relativ neu. Also ihr würdet es schon finden. Also wie gesagt, wenn ihr in meine Kategorie mit Ufis Vlog reingeht, ja, da ist es dann zu finden. Und da kann ich euch das Desaster zeigen, Master of Disaster. Die haben die Lasche auch zum festen Verschluss gemacht und haben dann, wenn man die Milch aufmacht und das nicht weiß, pff, und abgesehen davon muss man mega aufpassen, höllisch aufpassen, damit man seine Griffel, sagen wir in Bayern, seine Finger nicht hinkriegt, sonst hast du eine Kontamination. Und die Milch geht schneller kaputt als die mit dem alten Verschluss, wo er nur abgeschraubt hat. Und außerdem hält sogar dann die Frischmilch im Glas länger. Also das habe ich erfahren. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Also wie gesagt, da habe ich eine E-Mail geschrieben, ob sie ihre Rechtsabteilung nicht fragen können, ob sie das machen können, ob sie wieder die Lasche extra machen können, weil die Lasche ist ja kein Verschluss, kein Deckel. Ja, und die ist nämlich jetzt mit dabei. Also wie gesagt, da bin ich, liebes Coca-Cola, da bin ich sehr enttäuscht, weil das bringt überhaupt nichts und die EU hat damit auch nichts erreicht. Also ich war so begeistert, dass das so fest ist. Das hält nämlich
Das hält, das rutscht auch nicht weg. Und dieses Billige, wie du es jetzt gemacht hast, ich bin sehr enttäuscht. Schade, dass ihr wieder zum ursprünglichen festen Verschluss zurückgegangen seid. Wahrscheinlich wieder aus Kostengründen habt ihr wieder eingespart oder was. Bitte erklärt mir das mal, wie das sein kann. Also, da hat der feste Verschluss null Wert. Gut, den kann man auch abreißen, aber da musstet ihr natürlich schon etwas Mühe geben, aber der ist ja gleich ab, wie ich euch gerade gezeigt habe. So, das war's auch schon wieder für heute, für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben, also liked mich, und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne lasst auch ein Abo da. Also lasst gerne auch ein Abo da. Und ich wüsste jetzt nicht, was wir noch. Ach ja, wir könnten ja, ich weiß aber nicht, ob man das sieht. Wir könnten noch auf die MHD gehen. Also, hier ist was, aber das MHD ist nicht zu sehen. Doch jetzt. 31.12.24. So, dann drehen wir mal. Na, wo ist es denn? Na, wo haben wir es denn? Murphy, Murphy. Was schief gehen kann, geht schief. Wenn man sucht, findet man es nicht. Jetzt muss ich euch mal ein bisschen. Ja, wo ist es denn? Haben die das auch noch verändert, ne? Interessant. Leute, interessant, interessant. Ich finde hier auf dieser Flasche auch gar kein MHD. Ich habe den Verdacht, dass das. Aber beide bei Edeka gekauft, sogar zeitgleich. Den Verdacht, dass sie das auch geändert haben. Dass die Flasche auch geändert wurde. Tatsächlich. Das ist eine ganz andere Flasche, Leute. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Guckt mal. Da ist es da oben. Fokus. Fokus. Und siehe da. Was hat er denn? 28.02.25. Also es ist nicht, wie man ursprünglich. Ich gehe mal wieder hoch. Nicht, wie man ursprünglich meinen könnte, dass das die alte Version ist. Wahrscheinlich, es kann sein, dass ich mich bei meinem letzten Video auch schon vertan hatte. Also Coca-Cola, Leute, so geht's nicht. Ihr werdet immer teurer und ihr spart am Material ein. Also das kann es echt nicht sein. Also da, Thema verfehlt, setzen Note 6. So, das war's jetzt auch wieder. Also wie gesagt, liken und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.